Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei RimWorld. Dam 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 da dam. RimWorld, RimWorld, RimWorld. Dam 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 da dam. So. Stachelschwein macht ja gerade hier einen auf, mir geht's nicht so gut, weil der Drogen nimmt. Übrigens, was haben die Leute gemeint, dass man bei Kraftstoff lüften soll? Können Leute, die beim Kraftstoff drin sind, sterben? Denke nicht, oder? Nee, ist einfach nur unansehnliche Umgebung dann, worüber sich beschwert. Aber sonst ist da nichts. Mehr Händler bekommen, Raumzustände überprüfen, bla bla bla. Hier unten hatten wir jetzt alles eingesammelt oder zerstört. Und stahltechnisch. 231 Stahl. Oder ist Karl hauen? Der rastet später aus, ne? Ach, der hat Nanofaser-T-Shirt und Hose an. Ach, der wird, wenn wir den auf den Entzug setzen nachher, wird er richtig schön Ärger machen. Sicherheit. Der Informant morgen Zeit hat. Moment. Dass alle noch länger arbeiten. Jemand hatte mir noch gesagt, man kann so einen Übergang machen. Irgendwie einen Steg oder sonst was. Befehle, Zone, Strukturen. Ach da, Brücke. Oh, geht aber nicht auf den Dingern. Wenn Brücken einstürzen, das Gebäude auf ihn auch zerstört. Benötige stabilen Boden für überbrückbar. So, alles hier stabil. Wow, vor allem Brücken, 12 Holz. Hauen? Oh, er ist am Untermacher gestorben. Hat doch eine chemische Verätzung schon im Gehirn. Ja, hat es ja gelohnt, dich zu retten. Toll. Das kostet mir jetzt die Kleidung. So, deshalb sind immer die Leichnamen draußen. Die sind noch frisch, deshalb werden die nicht verbrannt. Ich muss hier noch einen weiteren angeben. Menschliche Leiche, die aber auch frisch ist. Also theoretisch gegessen werden könnte.
kurz hier mal die Billionen Schaden fertig. Ich glaube, gerade ist ein Blitz eingeschlagen bei uns. Ja, da rechts. Aber Wahl kümmert sich darum schon. Die Parker sind gerade fertiggestellt worden. Ach so, hier hat es auch Feuer gegeben. Dann scheint hat der Informant keinen Bock gehabt, die Sachen fertigzustellen. Und das hasse ich immer. Ich habe schon gesagt, dass der das produzieren soll und er macht es nicht. Er geht weg zwischendurch. So. Aber ist das deine Hand? Was habt ihr dabei? Huskies. Ihr habt einen Stier dabei, den ich nicht benötige. Das Insektenfleisch behalte ich für Tierfutter. Obwohl, nee, ist schon okay. Dann haben wir ja ohne Ende Mais. Minus 500. Minus 600. Ja. Ist okay. Wir haben nur um zwei. Also zwei zu wenig an Geld. Dann bekommt der Informant seine neue Hand. Achso, wir haben an allen Eingängen jetzt ausreichend, würde ich sagen, Geschütze. Drei Hightech-Bauteile, drei normale Bauteile. Ja, natürlich jetzt auch die Frage, wie viele nehmen wir mit von der Krio? Sehr voll gelohnt, hier unten die Räume frei zu machen, ne? Holz. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen was abschlagen. Weiß ich ja schon alles.
eingestellt haben bei dem Anpflanzen und so weiter und so fort. Ist alles schon richtig so. Versucht mal 6 Bauteile, dann können wir 4 Kryokammern dran bauen. Das passt dann alles schon. Ich hoffe, ihr habt genug Schieferblöcke, aber ich glaube schon. Ich muss ja nicht alle mitnehmen. Es ist auch totaler Wahnsinn, wirklich alle Kolonisten mitzunehmen. Okay, einmal hier oben rechts komprimierter Stahl und hier oben links. Ein Brocken. Und noch haben wir noch 5 Tage, bevor der Winter anfängt. Warnmeldung. Ach so. Bowman Viper. Wir nehmen auch die schwangeren Mafflos mit, weil Stahl zu transportieren kostet halt eine ganze Menge. 80 Überlebensrationen, 18 und 3 einfache Mahlzeiten. Kräutermedizin. Wir haben inzwischen auch so 633 Stahl abgebaut, aber ach komm, den kleinen Weg können wir jetzt auf uns nehmen. 2 davon, 5 Schlafsäcke, 5 Char, Lynx, Duval, Bowman und Viper sind drin. Ja, nach links, das ist ein Tag. Moment. 1,1 Tage. Dann gehen wir hier zum Linken ins Gebirge. Ach, weißt du warum? Weil mir die doofen Muffalos so viel wegfressen. Kann ich sagen, dass die bei 1800, 1200, bei 2000 Heu so ein Problem haben. Ruht sich mit anderen aus, ist ganz alleine.
können 800 Kilogramm transportieren. Ich denke mal, so ein bisschen Stahl kann man wenigstens mitnehmen. Wir haben mir die Roller da gelassen. Ja, sehr schön. Psychisches Beruhigen. Und Piratenhändler in der Nähe, das ist auch gut. Denn eine schlechte Energierüstung her. Ah, ich glaube vom Toten. Den Schildgürtel können wir verkaufen, den brauchen wir nicht mehr. Ja, schweineteuer die Bauteile. Was? Jude? Mitbewohner? Mensch? Forelle? Ah, ich kaufe keine Sklaven frei. Und Schutzweste kann ich mir eine neue herstellen. Scheint so, als wenn wir was Silber immer von überall nehmen können. Um mit den Leuten zu handeln, auch ohne dass ein Funkfeuer da ist. Das schaffe ich noch heute. Ein Muffalo ist trächtig und dieses Muffalo ist unterwegs mit unserer Gruppe. Das ist doch hier Sumpf. Scheiße mal weg. Jetzt hier los. Heute vor einem Jahr. Was kriege ich hier so komische Snapshots? Ihr sollt übrigens nicht draußen...
tut mir leid, ihr müsst mal... Ah, ich habe übrigens auch Alkohol vergessen. Ah, verdammte Acke. Ein Schlafsack, obwohl die das Heu gar nicht brauchen. So kacke, jetzt schlafen nämlich alle draußen. Weil scheiß Zeit zum Ankommen. Neun Hightech-Bauteile, ja, die haben wir ja gerade. Setzt die notwendigen Raumschiffkomponenten in Bereitschaft. Da muss ich die Kryokapseln, glaube ich, im Nachgang belegen. Ah, schön. So, wie wär's, wenn ihr den ganzen Scheiß mal hier oben installiert? Ja, ist echt kalt draußen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die Tür gesetzt da? Okay. Dann Architekt. Tisch einmal zwei Holz. Hier an die Seite. Dann machst du noch ein paar Höcker dran und gut ist. Ja, ist kalt da drin. Kümmern wir uns auch noch drum. Temperatur, Lagerfeuer. Könnte im Holzhaus am Lagerfeuer arbeiten. Viper, bau zuerst die Sachen, damit die ein bisschen Hufeisen werfen können, wenn die Entspannung wollen. Thank you.
Ah, schön, die sind direkt gekühlt. Schön, holt die Sachen, baut die auf. Dann könnt ihr nachts nämlich da drin stehen. Ein Brocken komprimierter Plastar gefunden. Ist auch relativ in der Nähe. Und warum baut ihr keine Dinger auf? Reis von Niklas genutzt. Wer sollte die nach draußen schießen lassen? Da gibt es kein großes Risiko, dass sie irgendwen abballern. Juhu, die erste Kryokapsel ist fertig. Die anderen schlafen draußen, weil sie verwirrt sind. Habe ich schon gelernt mit den Outfits. Boah, die Muffalos fressen Überlebensrationen. Die sollen ihr scheiß Heu fressen. Wäre immer noch zu kühl drin. Ich glaube auf 14 Grad, weil draußen gerade Schneefall ist hier in den Gebirge. Schön, noch zwei Kryokapseln fertig. Dann haben wir zwei Bauteile, müssen wir nochmal 9 haben, also 4. Jeweils. Moment. Nein, stimmt gar nicht. 3 jeweils pro Bank. Warum der hier oben dazu nicht kommt? Keine Ahnung. Vipers zurzeit am Arbeiten. Ah, jetzt haben wir in 23, 24 Grad. Damit kann ich leben. Oder damit können die leben. Wenn die irgendwann sich endlich mal beruhigen hier.
müssen die aber gar nicht mehr, weil wir jetzt weiterziehen können. Nimmt die Milch mit, wir haben 5 Tagesrationen. Ah, 7 mit dem Heu wieder. Das ist wahrscheinlich, weil die ganzen Tiere nicht grasen können. Dann können wir 1287 Stahl mitnehmen. Wir brauchen 2,6 Tage heim. War jetzt nicht unnütz. Wenn die zu Hause sind, sind die eh wieder besser drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zu wenig Strom produzieren. Da müssen wir uns nächstes Mal noch drum kümmern. Machen wir nächstes Mal auch die anderen 3 Kryokapseln. Genug Materialien kriegen wir ja jetzt. Dann können wir wirklich den Reaktor mal hochfahren. Bei 6 Kryokapseln und uns vorbereiten, wegzufliegen. Und da müssen wir entscheiden, wen wir mitnehmen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüle. Euer Imperator.